herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blocki und Schlovi. Heute mal ohne Schlovi, sondern mit der kleinen süßen Nadja. Und wir haben es morgens um 11. Und was macht man morgens um 11 Uhr? Richtig, frühstücken. Nein, ein kleines Wein- und Gin-Tasting, würde ich sagen, oder? Hast du Bock? Na klar. Alles klar. Komm, wir gehen los. Wir haben hier in der Innenstadt von Palma einen kleinen süßen Feinkostladen, würde ich mal sagen, gefunden. Was heißt Feinkostladen? Einen kleinen Gin-Laden. Ne? Da hauen wir uns jetzt erstmal die Hucke voll. Morgens um 11 in Palma. Ne? So, wir sind hier bei Can Gourmet. Hast du Durst? Immer. Geh mal rein. Ein wunderschöner, richtig niedlicher Laden mit Atmosphäre, Freunde. Schaut mal. Und hier sind schon die Köstlichkeiten hier im Schaufenster. Und hier geht's mal zum Tasting. Und hier ist der liebe Besitzer und seine Frau, die haben wir gerade eben schon kennengelernt. Ich grüße dich. Hallo ihr Lieben. Na, wie geht's euch? Ich habe gehört, wir sind heute zum Saufen hier. Ja, ja, wie immer. Stellt euch doch mal vor. Sandra und Patrick Lofink. Genau. Seit, jetzt kannst du noch mal von deiner Frau sagen, was du vorher nicht sagen wolltest. Wie lange wir schon auf der Insel sind? Ja. Wir sind auf der Insel jetzt, glaube ich, 25 Jahre. Richtig? 24 Jahre auf der Insel. 24 okay. Jahre auf Mallorca. Wir schließen es gleich mal von Anfang an ab. Wo findet man euch? Man findet uns im Prinzip, also die Straße heißt Can Verí. Wir sind mitten in Palma. Wer sich ein bisschen auskennt, wenn man, also von hier aus, es ist jetzt, ihr wisst nicht, wo es ist, aber hier unten, da wäre dann der Borne. Das ist die Straße, die durch, wo auch im Winter immer so schön beleuchtet ist, zur Weihnachtsbeleuchtung. Und da ist ein großer Springbrunnen. Danach kommt auf der rechten Seite Sala Home. Und wenn man da hochläuft, dann ist es die erste, zweite, dritte, vierte Straße links rein. Genau. Und zwar kommt dann auf den Platz, wo noch so ein großer Platz ist mit dem Bettenstudio und da geht es links. Ja, ich denke, man findet euch auch, wenn man Can Torrat eingibt, dann wird man die Adresse finden, gibt es bei Google Maps ein und dann wird man hier schon herlaufen. Wenn man Can Torrat eingibt, dann ist man da, wo du normalerweise bist, im Restaurant, weil das heißt, gibt es eins, das heißt Can Torrat. Wenn genau. Du Can Gourmet eingibst. Can Gourmet, ach stimmt, ja, ey, sorry, das schneiden wir raus. Und dann Can Gourmet eingeben auf Google. Keine versteckte Werbung hier, nee, stimmt, stimmt, da gibt es ein Steakhouse. Das ist ein Fleischstempel, gar manchmal ist das so Brainstorming, so, weißt du? Gehirnwäsche, man fährt da so oft vorbei, liest den Laden und dann ist er drin. Eine kleine Info, Can ist ein typisch mallorquinisches Wort, deswegen auch Can Torrat, Can Gourmet. Ja. War auch unsere Idee hinter Can. Can ist im Prinzip Haus von. Casa de. Also ganz früher die alten Familien, sag mal die Familie Ferrer, die hatte dann ihr Stadthaus in Palma und dann hieß das Stadthaus Can Ferrer, Haus von Casa von der Familie, Ferrer. Ah, okay. Daher Can Torrat, Haus des Steges oder Can Torrat, Can Gourmet, Haus von. Ja, wir werden immer intellektueller hier auf dem Kanal, ja, man merkt es. Wie oft ihr da seid. Ja, einfach schön hier zu sein. Komm, wir haben uns gerade mal schon ein bisschen durchs Sortiment geguckt. Ihr habt hier erstmal, ich denke mal, das ist Salz. Richtig? Richtig, gut erkannt. Ja. Salz, Flotersalz, typisch. Ja, erzähl mal ganz kurz. Die Leute in Deutschland kennen ja wahrscheinlich nur Jodsalz für 19 Cent von Kaufland. Ja, genau. Ne? Gibt aber auch noch was anderes, richtig? Es gibt noch was anderes, das ist Meersalz. Es gibt da auch aus Frankreich Fleur de Sel, diese Salzblume, Flotersalz. Wir haben ja Salzmischung. Also Salzmischung ist einfach ein Meersalz mit verschiedenen Gewürzen drin, mit Curry, mit Orange, Zitrone. Und wir haben ja die Salzflakes. Die Salzflakes in der Art kannst du unter Umständen kennen auf deinem Kanal. Wenn du mal Pimientos de Patron isst. Genau. Denn Pimientos de Patron ist gerne so ein knuspriges Salz drauf. Genau, was auch auf Fleisch schmilzt. Richtig, das sind die Salzflakes. Und die haben wir jetzt momentan in Weiß und in Schwarz mit Carbon. Die gibt es dann auch noch in Rot mit Hibiskus, die kommen wieder. Genau, was haben wir hier? Pfeffer. Hier haben wir ein bisschen Gewürzmischung. Hier haben wir zum Beispiel Pimienta Rossa. Das ist praktisch dieser rote Pfeffer, ob Weiß kein Pfeffer ist. Er heißt halt trotzdem roter Pfeffer. Wir haben eine Fischgewürz, wir haben ein Ajo-Gewürz mit Harissa, ein scharfes Gewürz. Einfach ein paar Würzmischungen, mit denen man schön im Quark, im Joghurt und so arbeiten kann. Wir haben hausgemachte Senfe, wir haben eine hausgemachte Orangenmarmelade momentan. Ganz hier unten neben den Weinkartons, das sind die letzten vier Mandelmarmeladen, die wir momentan haben. Mandelmarmelade? Mandelmarmelade, sehr lecker zum Käse zum Beispiel. Okay. Ein bisschen aus Mandeln süß. Hat schon fast so einen Touch vom Geschmack her von Marzipan. Oh, sehr schön. Ja. Naja, naheliegend bei Mandeln, ne? Wirklich lecker, genau. Sehr gut. Ja. So, was gibt's noch zu erzählen?
Erstmal ganz kurz, bevor die Leute vielleicht wegen der Watchtime schon weggeschaltet haben, du hast auch einen YouTube-Kanal, richtig? Wir haben auch einen YouTube-Kanal, ja. Genau, den verlinken wir jetzt hier mal ganz kurz. Genau. Genau. Worum geht's da? Verlinken wir denn hier? Nee, den verlinken wir hier. Genau. Okay. Worum geht's da? Naja, gut, es geht einfach im Prinzip um uns. Wir machen ein bisschen, wir haben jetzt gerade ein Video gedreht von der Mandelblüte. Wir haben ein Video gedreht, wo hier die Heiligen Drei Könige da waren. Wir machen aber nicht nur das Essen. Wir machen also eigentlich eher, also wir machen jetzt weniger über die Produkte als wirklich momentan mehr über Mallorca. Wir wollen aber dann auch mal starten, irgendwie irgendwann mal ein bisschen was über Gin, ein bisschen was über Wein und so zu machen. Ja. Aber wir sind da gerade noch mal auf Dauer. Ey, pass auf, ich würde sagen, ich gebe mal das Gimmel deiner Frau. Wir lassen einfach mal hier durchlaufen und dann kommen wir mal zum Eigentlichen, wa? Ja, zum Gin. Ja, bitteschön. So, komm. Ich komme mit dir, oder? Genau. So, erzähl mal. Guck mal. Ach ja, nicht was du da hast. Nee, genau, du musst ran, Mädel. Genau, das hier ist unsere Tasting Bar. Ja, also wenn man hier reinkommt, sieht man direkt die Bar. Das heißt, ihr könnt bei uns auch fast alle Produkte testen. Ja, weil wir haben ja schöne Produkte und man soll ja auch wissen, was man trinkt und was man kauft. Und wir haben hier hinten zum Beispiel haben wir schön Rums und Liköre und die Herbas und einen ganz tollen speziellen Wermut. Hier haben wir stehen unsere ganze Gin-Palette und unsere Wermut-Palette. Die man natürlich auch flaschenweise bei euch kaufen kann. Die man hoffentlich flaschenweise bei uns kauft. Sehr schön. Genau. So ja, teste mal ein bisschen was. Ja, super. Sag wir haben vorher frühstücken gegangen, würde ich sagen. Aber waren wir noch nicht. Kann nur lustig werden. So, wenn wir zum Beispiel mal einfach zum Pur testen. Wir sind ja auf Mallorca. Den Gin hier. Lügt ja, ihr überhaupt unser, Gin? Ja. Unser eigener. So, das ist ein Orangen-Gin. Das ist ein Orangen-Gin. Ist wirklich pur Orange. Gut. Das ist unsere neueste Selektion, die wir rausgebracht haben für unsere Kunden. Jedes Jahr ein paar mehr Gins. Da gibt es nur 100 Stück von, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen. Und nur Orange und Wacholder, also wirklich nur speziell hergestellt. Ja, kleine Batch gemacht, wie gesagt. Okay, ganz das, wichtig. Was die Leute immer, die Leute immer interessiert, was kostet so Die Gins, also die mallorquinischen Gins, die wir haben, kann ich prinzipiell sagen, liegen alle zwischen 29 Euro. Und die Special Editions, die du gleich noch probieren kannst, 49 Euro. Okay. Also der Preisrange zwischen 29 und 49 liegen die Gins, die wir haben. Also sehr schöner Orangengeschmack, ja. Schöner Gin-Geschmack, perfekt getroffen, würde ich sagen. Hat 45%. Ja. Das ist ein richtig ehrlicher, finde ich schöner. Auch für ganz wichtig. Ja. Ja, alles klar. Sehr lecker. Ich gebe dir mal noch den hier, das ist jetzt Gin Eva. Das ist ja auch ein ganz bekannter Gin hier auf der Insel. Den macht Stefan mit seiner Frau Eva, daher Gin Eva. Spanische Frau, was ja auch wichtig ist zu sagen. Und, da gebe ich euch danach dann auch noch den hier, der ist auch toll. Ich gebe dir natürlich, weil du stehst gerade mit meinem Dolphin-T-Shirt da, den Capra Bock musst du nachher auch noch probieren, den gibt es nämlich jetzt auch in Miami. Genau. Sehr schön. Wie kommt der dahin, durch dich oder wie? Ja, also wir sind, Miguel ist Freund geworden von uns, der Gin-Hersteller. Und der hat den Kontakt nach Miami und hat den dann los. Zweiten brauchen wir noch. Entschuldigung, ich war... Es kann passieren. Nein, ich bin schwabig. Schwätze ein. Finger weg von Sachen ohne Alkohol. Ja. So, Prost. So, Salut, genau. Der ist jetzt mit Orange und Zitrone. Der ist, hat nicht ganz so viel Orange wie der. Wie gesagt, weil der ist leichter am Abgang. Der ist ein bisschen... wilder, sagen wir. Ne? Geschmackssache, ja. Also der ist von Eva. Wilder vom Alkohol her. Der hat auch 45 Umdrehungen, genau. Er hat nicht so intensiv Orange. Wie sagt man denn? Naja, milder ist immer so eine Frage. Signature Gin ist einfach, der ist ja, ist allgemeiner, weil er hat auch noch ganz viel Kräuter natürlich, was die Insel hergibt. Ist unser klassischer eigentlich, den wir haben. Also wenn jemand sagt, einen typischen Gin, findest du den halt, ne, weil der viel Wacholder hat. Er hat auch 45 Umdrehungen, das ist natürlich auch viel, ne? Aber du mischst den ja meist mit einem Tonic. Also pur trinken wenige. Das ist jetzt der Capra Bock. Das ist der, den es wie gesagt jetzt auch in Mainz. Unser erster vor 10 Jahren. Der ist Gin. Jetzt wirklich ganz anders wie ein Gin. Also der ist ein bisschen eure Seele sozusagen. Ne, damit fingen wir an mit Gin. Ja, genau. Ganz toll, ja. Und ist immer noch ein sehr tolles Produkt. Vor allem ist das Schöne, das werden wir gleich merken, der ist komplett anders. Also der ist, der hat, hat weniger was vom Gin. Der ist sehr fruchtig, sehr orangig. Und hat einfach weniger Wacholder. Also er ist sehr, sehr fruchtig. Er hat wirklich weniger Wacholder. Darum wird er auch gerne mal getrunken.
wir sagen auch, es ist für manche Leute ein Einsteiger-Gin, weil er häufig auch Leute trinken, die diese Wacholder oder die nicht so mögen. So war es bei mir am Anfang, aber dann habe ich mich irgendwie dann gewöhnt durch diese ganzen Beeren-Sachen und so. Ne? Genau. Fängt an mit einem, der nicht so Wacholder ist, und irgendwann kommen dann auch die anderen. Ja. Das war so unser Gin auf Messen. Ja, wow. Stimmt, der hat bis jetzt am besten geschmeckt. Oder? Ja, genau, ist der am wenigsten wacholdrige. Und wenn jemand kein so großer Gin-Fan ist, ist genau der, der einfach geht. Everybody's Darling nennen wir den auch immer. Sehr schön. Der macht auch richtig Spaß. Ich gebe euch zum Schluss noch einen zum Probieren. Und danach machen wir noch einen Wermut. Weil wir haben wirklich gerade auch einen mega geilen Wermut. Da haben eine ganz kleine. Was Edition. Ganz Besonderes. Aber erstmal machen wir den hier. Wir haben hier den Old Tom. Also ich kriege euch noch abgefüllt. Hier ist kein Problem. Wird immer größer hier. Wir haben ja einen Old Tom. Ihr seht auch von der Farbe her, der ist ein bisschen braun. Der ist, du ballert deine Waschstein richtig hoch. Komm. Richtig. Das ist im Prinzip der hier. Das ist im Prinzip der klassische Chinesa. Aber ein Jahr gelagert im alten Weinfass. Okay, dadurch was heißt das? Das ist ein gealterter Gin, der ist also gelagert im Weinfass, das wirst du gleich schmecken. Der hat schon fast was ein bisschen so von dem Rum, von dem Whisky durch diese Fasslagerung, ist der einfach komplett anders. Das ist jetzt ein Gin, den wir nur pur trinken. Wäre eigentlich zu schade. Also, wir sind vielleicht im Gegensatz zu euch, wir sind große Gin-Fans, wir haben daheim ein paar. Das merkt man gar nicht. Gin mit und den trinkt man halt nur pur. Weil der wirklich pur eigentlich auch Salut. Salut geht. Ist auch wichtig zu sagen, immer eine kleine Winter-Edition, 1000 Flaschen nur. Im Jahr ist ein bisschen süßlicher, hat so ein bisschen Rum-Brandy-Charakter. Auf jeden Fall. Ganz toll. Ja. Ganz tolles Produkt. Wirklich gut. Welcher hat dir bis jetzt am besten gefallen? Den wir davor hatten. Den Cabra Bock. Ja, ist bei vielen Mädels auch so, dass sie sagen, das ist so meiner. Genau. Typisch Mallorca, richtig. Zitrone, Orange, ne? Das ist so. Na, wird immer größer. Ich zieh nachher nochmal nach. Ja, jetzt das schön. Ja, also den gerade hier, den du gesagt hast, und den davor, den fand ich bis jetzt auch am besten. Ja. Ja. Aber am besten mal selber herkommen, mal durchtesten und dann schön einkaufen gehen hier. Ne? Ja, das ist sehr toll. So, das ist auch immer bei uns so die Frage, die Kunden kommen und dann kommt die Frage, welcher Gin ist der Beste? Sag ich, der Beste ist der, der am besten schmeckt. Dann kommt die Frage, ja, mit welchem Tonic? Sag ich jetzt genau dasselbe, probier dich durch, find dich ran, so wie ihr mit dem Essen wahrscheinlich im Laufe der Jahre, so genauso mit dem Gin, probier verschiedene Tonics, schau, was dir am besten schmeckt. Ja. Weil es geht ja nicht darum, was der Perfect Surface vom Hersteller, sondern darum, was einem selber schmeckt. Ja. Und wenn einer sagt, ich mag halt den Gin mit einem, ich sage jetzt mal Thomas Henry Cherry Blossom mit einem süßen Tonic, wenn er es mag, dann ist es für ihn genau das Richtige. Absolut, ja. Und darum geht es. Also läuft doch alles? Ja, läuft perfekto. Guck mal, ich kann noch halten. Sehr gut. So, Wermut, was ist denn Wermut eigentlich? Also ich höre es gut, klar, ich habe schon mal gehört, ich habe aber noch nie getrunken. Okay, du hast es bestimmt schon mal getrunken. Also erstmal frage ich dich, hast du schon mal einen Martini getrunken? Ja, klar. So, Martini ist Wermut. Okay. Ah. Was ist Wermut genau? Wermut ist ein... intellektuelles Fernsehen. Wermut ist ein Weindestillat. Ja. Also ist im Prinzip ein Produkt auf Weinbasis, das mazeriert wird mit verschiedenen Kräutern, unter anderem mit Wermutkraut. Okay. Und da ja oben Wermut, sobald kein Wermut drin ist, wäre es auch kein Wermut. Darum heißt zum Beispiel der Bonanto heißt nicht Wermut, der heißt Aperitivo. Der ist hergestellt wie ein Wermut, aber es ist kein Wermutkraut drin. In Spanisch klingt alles immer so gut. Toll, oder? Aperitivo. Und darum ist es immer so, es ist ganz oft so, wie es bei Grün war, dass die Leute reinkommen und sagen, Wermut habe ich noch nie getrunken. Und dann kommt immer die Frage, schon mal Martini getrunken? Ja, klar. Naja, okay. Ja, genau. Ja, das war ja meine Frage auch. Viele wissen gar nicht, dass Martini ein Wermut ist. Also Martini ist, wie gesagt, also Wermut ist immer auf Basis vom Wein. Und hier haben wir natürlich mallorquinische Wermut, wir haben einen aus Barcelona, eine Art Wermut. Und wir haben einen ganz besonderen, den müsst ihr probieren. Und zwar klar müssen wir den probieren. Haben wir einen, das wird immer lustiger, das probieren. Die Flasche musst du da hinten zeigen, weil auf der ist kein Etikett drauf. Ja, dann schwenke ich euch mal um. Hier ist das Schätzchen. Haben wir erst seit 4 Wochen im Programm. Hat auch ein richtig tolles Etikett. Das ist aus Segelstoff. Ja, El Mallorquin. Und wenn du es anfährst, auch wirklich ganz, ganz toll. Ist eine Art Segelstoff. Ganz limitiert nur auf 400 Flaschen. 200 hat ein Restaurant bekommen und 200 wir. Denke mal, kein anderer. Das ist das Besondere an so einem Laden, wenn man hier reinkommt. Nicht, dass man zu Kaufland geht und sich da immer so ein Regal holt, was jeder hat. Genau, genau. Die Schätzchen. Die Schätzchen. Bei dem hier ist die Geschichte dahinter, dass der
in den alten Fässern von Joao, von dem Brandy-Hersteller. Mhm. Ein halbes Jahr gelagert. Das ist ein Wermut, der in einem alten Brandy-Fass gelagert wird. Dadurch hat er für uns vom Geschmack her schon was von einem Portwein oder von einem Cherry. Cherry. Auch, ja. Ja, die Geschichte von dem heutigen Tag wird so sein, dass wir ihn ja ausgetrunken haben. Salut. Ja, also der ist halt was ganz Besonderes. Interessant ist auch dieses Fass, in dem die den ein halbes Jahr lagern. Lieb ich. Können die dahinter wegwerfen, weil das geht nur einmal, dann sind die Poren voll und der ist was ganz toll, oder? Vollmundig, würde ich sagen. Das ist auch zurzeit so unser absolutes Bestseller-Produkt, weil jedem schmeckt's. Ich bin ja eigentlich Essenstester, aber an dieser Art von Kanal kann ich auch nicht irgendwie. Geht auch. Ja? Wir haben auch nachher noch die goldene Maschine für euch. Also, ja. Ja. Ja, da machen wir eine schöne Auswahl durch die. Willst du noch schon rumprobieren? Möchten wir denn das Winterprodukt? Klar. Gut. Sie kann voll schön erzählen. Alles, wo Can Gourmet draufsteht, sind unsere eigenen Produkte. Das heißt, das stellen wir alle auf der Insel selber her. Das ist ja Nadja heute das erste Mal vor der Kamera. Okay, gut. Na, alles gut. Alles super. Nein, sie wird nicht rot. Und wenn, ist es auch egal. Nee, völlig. Und wenn, nehmen wir schön Photoshop und machen es weg im Video. Nee. Ich sage, ich habe Alkohol. Cheers. So, da jetzt bin ich mal gespannt. Das ist ein Rum jetzt. Das ist ja. Genau. Also, mit jedem Rum kann man immer weniger zuhören, deswegen mach schnell. Ja, aber die Zuhörer, die trinken ja nicht. Ach, das stimmt, ja. Die haben alles gehört, ich trinke mal. So. Prost. Und? Boah, das ist lecker. Der ist echt gut. Oder? Ich trinke sonst keinen Rum, aber. Nee, ich auch nicht. Kann man trinken. Und das ist so ein Karamell-Schokoladen-Rum. Karamellarom. Ich mag über 50%. Ich mag voll gerne Don Papa, ne? Zum Beispiel. Ja, dann passt es. Genau. 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 Was kostet der bei dir? 29. Ist immer noch billiger als Don Papa. Kannst du auch gleich den nehmen. Ja, vor allem gibt es nicht so viel bei uns. Ja. Klein Richtig. Und fein. Ja. Sehr schön. Wir können euch auch noch mal, wenn ihr wollt, ich würde vielleicht noch mal auf die Mandel eingehen. Wir können aber auch mal noch kurz mal spaßeshalber, weil wir kommen nachher aus dem Essensbereich, ja, zwei von unseren Essigen probieren. Oh, jetzt esse ich jetzt genau nach Alkohol. Ja. Ich würde die Mandel nehmen. Die Mandel finde ich auch gut. Jetzt die Mandel nach Essig. Aber du kannst mal zum Essig erzählen, würde mich interessieren. Nee, dann machen wir jetzt die Mandel und dann Mandeln Essig. Danach probierst du den Essig. Guck mal, hier sind die Mandeln. Haben wir natürlich auch schon, weil es Winter ist, ja, natürlich ein bisschen nice ausverkauft. Aus die sehen gut das aus. Ist unser meistverkauftes Produkt, die Goldmandel. Was ist mit der Goldmandel? Ja, die ist salzig süß. Einmal für dich. Das ist er, ja. Und passt zum Gin-Tasting hervorragend. Bei mir eigentlich müsste es immer der Frau als erstes geben, aber du stehst immer so nah bei mir. Die ist unsere Mais. Die ganze Zeit das erste Mal den Alkohol gereicht. Ne? Irgendwann reicht es, weil das ist einfach nur ein Spaß. Ne? Die goldene Mandel. Ja, ist unser Bestseller absolut. Seit 10 Jahren im Laden. Haben wir damals zum Gin-Tasting mit erfunden, weil wir sagten, du brauchst ein bisschen was zum Snacken, was neutralisiert. Und die, erstmal optischen Knaller, finden wir immer noch. Und da haben wir so viel Abnehmer und Fans. Einfach zu einer Tabla de Queso, Jamon Serrano, Oliven. Das geht wie so eine Tapas, ne? Durch auch, wenn wir hier kleine Gin-Tastings machen im Laden. Die macht richtig Spaß. Ne, sieht erstmal gut aus. Ne, und das, noch, ne? Ja, das ist das Schöne. Genau. Blaugold, was ist dann auch? Blaugold? Ja, das ist Schau. Einfach Design. Pan de Oro. Pan de Oro. Wenn du früher an unsere Routen denkst, dann gab es auch diese Perlen, wo Gold aus Silber waren. Im Prinzip die Liebesperlen. Es ist künstliches Gold auf Zuckerbasis. Ja, genau. Ja, und, sieht geil aus, schmeckt aber nach nichts. Ne? Was haben wir hier? Noch ja, die Wintermandel. Ja, warte mal, ich kann dir die, die lasse ich dich gar nicht mehr probieren. Doch, die lasse was? Ich dir probieren. Aber die gibt es dann jetzt, das sind die letzten drei, danach produzieren wir die nicht mehr. Zimt und Zitrone. Das waren unsere Wintermandeln. Zimt und machen, Zitrone. Wir machen jetzt im Sommer, die sind wir gerade am Produzieren, die kommen bald, neue Mandeln. Die sind aber noch nicht hier. Habt ihr gesehen, das ist sehr gut. Das ist auch gut, oh. Oder? Lecker. Ich liebe Zimt ja eh immer morgens ins Müsli, ja. Für mich gehört Zimt dazu. Aber für viele Deutsche ist das ein Winterprodukt, ne? Das assoziieren ja. Sie einfach mit oh, Winter. Zimt macht man mit Winter und deswegen die sind jetzt die letzten drei. Ja. Und wir sind gerade am Produzieren von neuen. Ich gebe euch mal wieder hier. Die kommen diese Woche auf den Markt. Die sind jetzt hier noch nicht da. Ach, da genau. Was haben wir jetzt? Pulver dabei. Ja, sein. Probiert mal, guckt mal, ob er das guck rausschmeckt. Mal, ob ihr rausschmeckt, was es ist. Da sind wir mal gespannt. 500 kauen, kauen, kauen. Ja.
Na? Haut raus. Die süßliche kommt mir aber bekannt vor. Ja, kennst du auch. Sind zwei, ist eine Frucht und ist was anderes. Orangenschale? Ja, Orange, gut. Genau. Und was ist das Süßliche? Ja, mit Orange, mal. Kann nicht sein. Hm? Orange ist Mallorca. Ja. Voll. Genau, genau. Ja. Ja. Da kannst du auch durch Arenal laufen und gehen. Ja, ja, genau, ja, genau. Das ist halt typisch. Zum Gin. Deswegen ja. Haben auch viele Gins bei uns Zitrus. Und das ist halt auch Mallorca. Ja, voll. Genau. Ja, auch sehr gut, sollte man es beziehen. Sollte man es auch nutzen. Ja. Welche Gins in anderen Ländern, in Deutschland, würdest du sagen, wir machen einen lokalen Gin und dann ist auch Orange drin. Ja. Das ist halt nicht lokal. Hier ist es lokal. Nee, wir haben ja Orange. Wenn du mal aus der rausgehst, dann ist es genau. Ja. Und das andere ist, zur Auflösung, Kakao. Ja. Kakao und Orange. Voll. Sehr ja. Gut. Hast du super zusammen. Ist ja. Gut, ne? Eine gute Kombination. Die jetzt nächste Woche vermutlich dann im Laden da ist. Ja, geil. Siehst du? Das ist auch mal wichtig. Man kommt hier wahrscheinlich rein. Viele kommen auch zu euch rein, gucken ein bisschen rum, gehen wieder raus oder so. Ne? Gerade, dass man mal jemand dran bleibt, sich das alles mal anhört. Und genau. Du brauchst ein bisschen Zeit, ja, aber das ist halt so ein Laden. Ne? Genau. Ja. Wir sind aber hier auch ein bisschen versteckt. Ja. Wir sind ja nicht in der Hauptstraße. Und unsere DNA ist eigentlich genau das, dass der Kunde kommt. Dass wir mit dem Kunden reden, genau. Und dass der Kunde dann ins Probieren kommt und Spaß dran hat. Das steht an diesem YouTube-Video, ne? Jetzt wissen alle Leute, wo ihr seid und die Leute, die das bis zu Ende geguckt haben, wissen jetzt auch schon, worum es geht. Die brauchen genau. Nur reinkommen und Geld hier lassen. Ja, ich bemühe mich und Spaß auch, haben. Ich bemühe und mich Spaß auch haben. So arg Schwäbisch zu sprechen, dass man mich auch versteht. Ne? Ist ja, egal. Also, alle fliegen mit einer Klappe. Ja. Absolut. Kommen wir zu deiner. Wie viel Zeit haben wir schon? Wir haben 20, 21. Gut, oh, geschrieben. 15. Sehr, sehr schön. Ich gebe euch mal. Genau, weil ihr so gerne esst und macht und tut. Wahrscheinlich kocht ihr auch ganz gerne, oder? Ich bin gelernter Koch. Nee. Noch. Ja, siehst du, dann musst du aber hier mal ran an die Sachen. Und zwar sind es unsere eigenen Essige. Willst du raten, Digga? Orange? Nein. Nee. Nein. Fast. In dem Fall nicht. Weil es so orange war. Ja, das stimmt. Aber mal gucken, ob das gleich schmeckt. Gibt es bei unseren beiden meistverkauftesten ihn und den anderen dunklen nochmal. Und dann bin ich mal gespannt. Ich finde, wir sollten das einführen mit dem Feuer trinken. Das macht so eine Sendung mal ein bisschen lustig. Ja. Wir sollen es erwarten, ja? Mango. Jawohl. Yes. Ja, ich rieche das schon. Genau. Yes. Ja. Das ist ein Essig. Den nehmen wir auch zum Kochen, den nehmen wir auch weißem Fleisch im Wok. Das ist auch so lecker, du kannst du so wegbringen. Ja. Kannst du als Trinkessig neben dem Champagner, im Sekt, geht ja auch sehr gut. Voll. Manche schön mal Salat rüber. Richtig, manche nehmen genau. Den Cocktail, Tomate, Mozzarella rüber. Ja. Im Obstsalat geht auch sehr gut. Absolut. Ja. Ist ja, lecker. Oder in den Sekt. Ich gerade so, ich muss jetzt Essig probieren. Ja, genau. Das ist geil. Ja, das ist jetzt ein toller Essig. Nee. Im Griech. Ja, gleich, die Säure. Ja, genau. Aber ganz wenig. Ja. Das sind auch halt auch sogenannte Trinkessige. Die kann man halt auch, wie gesagt, zum Trinken nehmen. Der hier ist jetzt. Habe ich trinken? Ach. Kannst du, ja. Ich krieg da noch einen Gin Tonic. Im Off gibt es da noch einen Gin Tonic. Also Essige mögen unheimlich, weil es vielfältig einsetzbar ist. Ne? Wir tun die dunklen immer in Wox einfach statt Sojasauce oder so, die dunklen. Boah. Kannst du viel, viel mehr tun. Himbeer. Was meinst du? Erdbeere meint sie. Sie meinte Erdbeere. Ja, nicht schlecht. Also Erdbeere und Himbeere zu unterscheiden. Aus wie ist Himbeere, auch rot. Ja, genau. Nee, lecker. Ist auch und mega. Die gehen auch für die Mädels mal in den Sekt. Als Aperitivo, als kleine wirklich? Schüssel. Geht gut. Ja, wer kommt darauf, Essig in den Sekt zu trinken? Ja, kein genau. Mensch. Ja. Aber so ist es klar, voll. Das ist echt geil. Und auch in manchen Cocktails. Du kannst echt schöne Cocktails damit machen. Das kommt echt richtig gut rüber. Und als letztes gebe ich euch mal noch den Dattel. Ihr seht, wir haben noch viele andere, aber wir können da immer nicht alles durchprobieren, auch mit dem Kunden. Ich weiß, sollen ja die eine Kleinigkeit. Naja, nee, vor allem sagen, vor allem man die Geschmacksnerven nach. Irgendwann hast du dann einfach zu viel probiert. Na klar. Muss auch wieder neutralisieren. Und die Gehirnzellen? Die müsst du immer fit halten. Die sind immer schlecht drauf. Okay. Nee, die neue Saison wird eröffnet. Hoffentlich dies Jahr mal ein bisschen angenehmer, ne? Ja. Erinnert voll an so ein Balsamico oder wie hieß dieser Zuckerrübenaufstrich? Ja, genau. Ja, ja, so Ahorn, meinst du Ahornsirup? Ja. Es ist in dem Fall Datteln. Ja. Datteln ist ein sehr cremiger Essig, mit dem du aber auch sehr gut kochen kannst. Und auch mit dem Dattelessig kannst du sehr schön
Feiner. Das aber einfach mal eine kleine Auswahl. Das sind auch, waren auch die Highlights von uns, ne? Ja, ja, genau. Wir haben noch Pflaumen, wir haben noch Apfel, also verschiedene, aber es war mal so ein Ding. Also alle Köche, kommt her und probiert sie mal. Absolut. Hallo. Es lohnt sich. Wir haben eine Kundin, die sagt, endlich isst mal mein Salat, seit ich eure Essige benutze. Ja? Ja, ja, ist Tatsache. Und hast du schön. Was zu deinem Online-Wein-Tasting? Ja, richtig. Wir machen jetzt gerade wieder, starten wir wieder mit den, also wir starten dieses Jahr, also wir hatten ja dieses blöde C-Thema, das wir alle haben, das war ja für Mallorca auch ein großes Problem. Und wir haben uns in der Zeit ein bisschen neu erfunden und wir haben dann auch angefangen, Online-Wein-Tastings zu machen. Mhm. Das heißt, wir schicken drei Weine, meistens ist es ein roter, ein Rosé und ein weißer, mhm. Kann auch anders sein, aber im Normalfall schicken wir raus, wir packen noch ein bisschen Sachen von Mallorca mit ein. Wir haben während dem Thema auch immer, wo du ja auch gern bist, den Mercat Olivar besucht. Ja. Und haben gesagt, okay, die hatten ja in der Zeit, ich habe ja auch mal ein Video gedreht, da war ja gar nichts los. Da war ja komplett. Heute ist auch nicht so viel los. Am Montag, okay. Ist, Montag ist kein, ist, kein Fischtag, ne? Fischtag nicht, weil die Fischer draußen sind. Draußen sind. Genau. Und deswegen ist heute die Fischhalle zu und dann ist immer leerer. Ja. Aber während den letzten Jahren war es ja leer. Wir haben immer gesagt, na gut, wir wollen natürlich uns neu erfinden, Online-Tastings machen. Wollten aber auch ein bisschen die Leute von Mercat Olivar unterstützen, ja. Und haben dann praktisch immer in die Weinpakete noch ein bisschen Käse, oder Fuet, diese mallorquinische spanische Salami oder Schinken, Iberico, ja. Mit eingepackt und auch mit verschiedenen. Haben wir auch getestet. Ja, habe ich gerade mitbekommen, ne? Hat Patrick gestern, genau. Vorgestern. Da haben wir mal eine Spezialsendung zu raus, da haben wir einen dort getestet, aber da fragt man noch nichts. Ja, aber ist interessant. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das haben wir dann auch verschickt und dann verschicken wir das. Dann kommt das praktisch in Deutschland beim Kunden an. Und dann machen wir gemeinsam den Zoom Online-Tasting. Also wir sind dann praktisch, wiederholt es mal noch, aber ich kann das rausschneiden. Ja, ja. Wir machen dann gemeinsam den Zoom Online-Tasting und sind dann auch meistens mit jemand online von der Bodega. Und dann probieren wir gemeinsam per Zoom die Weine, testen die, fragen die Kunden, wie es geschmeckt hat, probieren die gemeinsam durch. Alles Online-Wein-Tasting. Okay. Macht auch richtig Spaß mit 10 Leuten, limitiert, kleine, feine Gemeinschaft sind wir dann. Ja. Und dann geht's ab. Und natürlich habe ich deiner Frau schon gesagt, machen wir das auch live vor Ort. Wenn ihr hier Lust habt, auf Mallorca mit 6 bis 8 Freunden mal herzukommen, dann machen wir auch die Touren für euch exklusiv hier vor Ort. Sehr schön. Ja, was gibt's noch zu sagen? Gar nichts. Einfach mal selber herkommen, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Also, schönes Salz, gute Mandeln, guter Gin, schöne Essige. Und ja, überzeugt euch selber, ne? Die ganze Adresse und alles steht hier unten in der Beschreibung drin. Sein YouTube-Kanal ist auch in der Beschreibung drin, ist auch nochmal hier verlinkt und alles. Und überzeugt euch selber, würde ich sagen, ne? Für eine neue Folge. Wir machen jetzt aus, ne? Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Danke euch für den Besuch. Sehr gerne. Genießt die Insel. Ciao. Tschüss.